What? Hit me, come on! Ja, ich schlage ihn, das ist seine Chance. Sweet Bellic heißen wir. Ja, zieh doch mal deine Waffe. Ey. Hat er nur die Faust? Mann, Nico, was ist denn bei dir los? Brucey hat wieder eine Mission für uns und ich habe irgendwie richtig Bock drauf, obwohl, naja gut, der Typ ist schon ein bisschen nervig, wenn wir ehrlich sind, aber ja, shit happens, würde ich mal sagen. Doch zuvor möchte ich mich einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Also ich muss wirklich sagen, GTA 4, das Projekt kommt wirklich mega, mega gut an. Hätte ich nicht erwartet, das zeigen mir aber die Aufrufzahlen und auch die ganzen Likes auf die Videos. Also vielen, vielen Dank an euch. Freut mich wirklich extrem, dass das Projekt so gut bei euch ankommt. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr wieder zu einer neuen Folge hier eingeschaltet habt. Und ich würde mal sagen, wir machen mal direkt zu Brucey. Mal gucken, ob er wieder irgendwelche, ja, Muskelspielchen macht. Ja, macht er tatsächlich. Out of the closet. Taxi! Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Ja, schlag ihn, das ist seine Chance! You wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of the guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead he said he's gonna have me killed, that bitch. Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nikki! Shit. Begib dich zum Internetcafé. Okay, Roman hat uns auf irgendeiner dubiosen Seite angemeldet und für uns ein Profil erstellt. Oh Mann. Mir schwarmt irgendwie Übles. Komm, wir nehmen ja hier das coole Bike. Ja, runter hier. Mit Motorrad sind wir, glaube ich, bisher nur einmal gefahren. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch kein so ein großartiger Fan vom Motorradfahren in den GTA-Teilen. Aber wenn es sowas gibt, dann nehmen wir natürlich auch gerne das Angebot an. Ja, Brucey ist mal wieder komplett gestört. Erstmal schön mit dem Kopf in der Wand eingespickt und einen ordentlichen Blutfleck hinterlassen. Alter, der Typ da ist so auf Steroide, das ist echt der Wahnsinn. Da ist einfach nur mega drauf. Und da muss ich echt mal abreagieren, sonst macht er noch irgendwas. Ja, was ihn dann wahrscheinlich noch umbringen wird. Man, I'm at the internet cafe. What now? The website is love me. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard animal, man. Eat him alive, okay? Benutze einen Computer und surfe zu loveme.net, um French Tom zu finden. Roman's cousin, it's good to see you again. Yeah, good to see you. It's Nico, by the way. Ja, aber wir sind schon überall hier, ja, bekannt. So, dann schauen wir doch mal, wie unser Profil aussieht. Oh, Mann. So, wo ist denn Love Meet? Ah, direkt auf der Startseite. Nicht zu schüchtern. Suche nach Singles in deiner Nähe. Wähle unten deine Vorlieben. Mr. Fackler, Gründer von Love Meet. Ja, wir müssen natürlich nach Sweet Belly heißen wir. 30 sind wir, okay. Ort Liberty City, Job
Sugar Daddy. Sexualität, homosexuell, Körperbau, athletisch. Über mich, ich bin ein verletzlicher Mann, der von großen, starken Armen gehalten werden muss. Ich bin ein Mann, auf den aufgepasst werden muss. Ich möchte erzählt bekommen, dass ich der einzige Kerl auf der Welt bin. Ich habe den Arsch voller Geld und möchte es mit dem erstbesten Mann, den ich treffe, ausgeben. Hey Mann, ich habe so viele Scheine, dass ich im Geld schwimmen könnte. Wenn du mit mir ausgehst, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Das ist mein Style. Steht auf, muss starke Arme haben. Ausgeprägte Oberkörpermuskeln und Trizeps sind unverzichtbar. Geld, Dollarscheine, Baby, all das Zeug. Männer, die mich die Rechnung zahlen lassen, Schmuck, Körper, oh ja. Yeah. Lass die Leute doch Bullen-High-Testosteron nehmen, solange sie dadurch keine deformierten Eier bekommen. Steht nicht auf deformierte Eier. Leute, die Geld nehmen, sich dann verstecken und glauben, dass man sie nicht nie finden wird. In Klammern Witz. Heiße Frauen, Titten, all dieses Hetero-Zeugs. America's Next Top Hooker. Würden sie diese Shows mit Cowboys machen, würde ich sie vielleicht gucken. Ausgehen? Achso, kann man hier anklicken, wenn man mit Nico Bellic ausgehen will. Oh Mann. Ich glaube, da werde ich mich wohl mal an meinen Bruder rächen müssen für das, was er reingestellt hat. Ach, hier ist auch French Tom. Malcolm 6. Troy Harder. Auf jeden Fall ziemlich coole Namen. Matt Black. Colonel Cuttis. No Big Willy. Ja, ich gehe jetzt mal nicht näher drauf ein. Ich will nur mal bei den Frauen gucken, was es da noch so gibt. Nur 3 Katzenjahre. Gibt's hier irgendwelche Easter Eggs vielleicht? Licking Good? From Russia Without Love. Aber okay, Leute, wir gucken mal bei French Tom, was bei ihm so steht. Odd Broker, Job Abzocker, Sexualität schwul, Körperbau heiß. Über mich süßer, ich werde dir von mir erzählen, wenn wir ausgehen. Wenn ich dir antworte, dann wird dir auch gefallen, was du siehst. Vertrau mir. Aber es könnte auch sein, dass du ein fetter, verzweifelter alter Mann bist, der sich nur das Essen im Burgershot leisten kann. In diesem Fall wird French Tom nur sagen, bon voyage. Ich mag Geld und gut ausgeprägte Muskeln. Steht auf Promis, fabelhaft sein, verwöhnt werden, bei Musicals mitsingen. Das Übliche halt, ich habe gehört, dass viele Leute über diesen neuen Arbeitstrend reden. Aber das klingt nicht so, als wäre es was für mich. Ich will nicht lügen, ich will ausgehalten werden. Vermutlich ist es harte Arbeit, mit dir auszugehen, darum solltest du mich dafür auch bezahlen. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen. Steht nicht auf, Leute, die finanziell angeschlagen sind, Mitglieder der dicken Befreiungsbewegung oder ästhetisch nicht ansprechende Menschen. Das sind arme Leute, dicke Leute und hässliche Leute. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Wenn du mit mir ausgehen willst, solltest du dementsprechend aussehen und finanziell ausgestattet sein. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal mit French Tom aus, obwohl er, naja... Also ich glaube, selbst für einen Schwulen ist er eigentlich nicht so der Typ. Aber es hat ja jeder so seine Vorlieben. Du hast eine Date-Anfrage an French Tom geschickt. Logge dich jetzt aus. Aber man sieht halt auch, wie schnell man im Internet lügen kann. Und dass es auch nicht so ungefährlich ist. Ich meine, wir selbst geben uns ja jetzt als komplett andere Person aus. Also Leute, mein Appell, glaubt nicht alles, was ihr so im Internet lest. Egal, ob es sich um Dates handelt oder irgendwas anderes. Ja, man muss ja auch mal in solchen Videos mal ein paar positive Ansätze nennen. An jeden Einzelnen da draußen. Achso, aber wie kommen wir jetzt eigentlich zum Date? Werden wir da angerufen? Oder war es das jetzt? Haben wir wieder komplett alle Missionen offen? Fällt mir gerade auf. Wir können jetzt auch eine bei Manny machen. Oder wir müssen mal kurz mit dem Taxi fahren. Weiß nicht, ob dann irgendwas getriggert wird. Ja, wir fahren auch mal zu Manny. Weil ich will eigentlich das Date jetzt haben mit French Tom. Angerufen werden wir auch nicht. Na okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu Manny.
Street Sweeper. Okay, guys, I just want to get one more shot, please. This is going to look great right over here. Well, officer, well, please, I need you here. This way. Thank you. Tight, Uncle Manny. I need you guys tight. Uh-huh. It's going to be great. Okay, thank you. A little closer. Right. Little closer. Thank you all so right. much. Cool. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be... All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. Word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man, I was getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man, fucking punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes. You know what I mean? Begib dich zu Windmill Street. Okay, also hat sich Manny offenbar mit einem Officer zusammengetan. Mit Officer McReary. Und er scheint offenbar das gut zu finden, was Manny ja versucht, nämlich die Straßen zu säubern. Ich natürlich auch, keine Frage. Aber natürlich sind wir derjenige, der die Straßen säubert, im Gegensatz zu Manny. Also er... stoppt mal wieder das Lob ab und wir machen die Drecksarbeit. Aber das sind wir auch gewohnt. Ich meine, solange es gut bezahlt wird, warum auch nicht? Eliminiere die Gangmitglieder. Ja, toll. Und hier sind natürlich schon die Cops. Da komme ich vor mal schön drüber. Ja, zieh doch mal deine Waffe. Ey. Tja. Hat er nur die Faust? Mann, Nico, was ist denn bei dir los? Shit. Aber die Polizisten kämpfen gegen die. Ja, mische ich mich da jetzt ein? Nö, eigentlich nicht. Da habe ich gerade kein Interesse dran. Das muss ich jetzt ausnutzen. Ja, wo ist denn der? Ach, shit. Na gut, dann müssen wir das eben machen. So, und wo ist der andere? Shit, jetzt haben wir einen Kopfstern. Okay, dann mal weiter, weil einer flieht irgendwie. Einige der Gangmitglieder konnten mit dem Auto entkommen. Shit. Okay, dann haben wir das jetzt ein bisschen zugechillt angenommen. Ach, shit. Aber das war gerade zu cool, weil... ja, die Polizei hat mir geholfen in dem Fall. Es war eigentlich gar keine so eine schlechte Sache hier. Ah, toll. Und hier sind sie auch schon wieder. Ach, geht doch mal weg, ihr Cops. Ich will da hier nur mal so ein schönes Auto stehlen. So. Oh, das ist aber ein Muskelpaket hier. Obwohl, nee, das sah gerade ein bisschen anders aus. Hatte nur eine Jacke drüber. Ah, die Karre ist mir eigentlich viel zu langsam. Ja, ich will den hier haben. Der sieht geil aus. So, noch ein schneller Auto-Switch. Und dann geht's los. Und ich denke, wir werden auch jetzt gleich mal einen Drive-By machen, um die ganze Sache ein bisschen zu beschleunigen. Boah, nochmal schön drüber gefahren. Das war gerade böse. So, Jungs. Ja, wie machen wir es? Ich würde sagen, genau so.
direkt mal einen schönen Drive-By. Sie versuchen in einem Wagen davon zu kommen. Ja, hier versucht keiner mehr was. Ich denke, das war's. Ja, so schnell kann's gehen. Ja, mit dem Drive-By sind wir am besten davon gekommen. Frage ist bloß, wo hau ich jetzt ab? Wo ist das hier? Ein Paintspray? Ja, ne? Manny, I got rid of your street problem. Now help me out with my financial one. Yeah, it's all business with you, kid. But that's okay. Money's what makes these streets sing, man. I'll call you when I get more work. Stay safe. Stay real. Ja, ich bleib locker. Hä? Ja, hier passiert jetzt nichts, obwohl sich das Tor geöffnet hat, okay. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal kurz entkommen hier. Ich glaube, an dem Ort habe ich schon mal Cops abgehangen. Das ist ja mein Rückzugsort. Ist aber auch eine geile Karre. Auch die Farbe finde ich irgendwie cool. Was ist denn hier für ein Logo noch drauf? The Duke. Highway Reaper. Und Mallory ruft an, okay? Ist da was passiert? Hey Nico, you tired of Manny yet? I was tired of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. She's got an apartment on San Quentin in Forsyth. Meet me there. Okay, Mallory hat noch einen Kontakt für uns. Hört sich spannend an, Leute. Und ich denke, das werden wir uns dann im nächsten Part noch genauer ansehen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal hier in GTA 4 dabei seid. Gebt dem Video doch gerne noch ein Like. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.